Tragödie auf Mallorca. Beim Einsturz eines Restaurants auf der spanischen Ferieninsel sind 4 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 20 weitere wurden nach Angaben der Rettungskräfte verletzt, als das Dach des 2-stöckigen Gebäudes aus zunächst ungeklärter Ursache einstürzte. Das Unglück ereignete sich am Donnerstagabend an der bei Touristen beliebten Playa de Palma. Unter den Opfern seien Menschen mehrerer Nationalitäten, sagte eine Sprecherin der Rettungskräfte, ohne nähere Angaben zu machen. Einsatzkräfte suchten unter den Trümmern nach möglichen weiteren Opfern. Die Gegend um die Unglücksstelle war am Abend stark besucht. Auf den Balearen ist die Touristensaison bereits in vollem Gange.